Einen schönen guten Tag. Ja, legen wir doch mal los. Wir haben noch ein paar Wetten fürs Wochenende rausgesucht. Doch, schauen wir als erstes mal zurück. Was hatten wir unter der Woche? Ja, nur Champions League gespielt, eine Einheit gesetzt mit einer Systemwette und ja, Lautaro. Lautaro wollte das Tor einfach nicht für uns treffen. Es war zwar ein 1:0-Sieg für Inter, aber wir wollten über 1,5 Tore im Spiel dazu haben. Ja, ein X-Goals-Wert von knapp 4 reichte nur für eine Bude. Da waren zwei Pfosten, ja, Aluminiumtreffer dabei, ein Abseitstor. Ja, alles, was man so brauchte, wirklich Pech gehabt. Die Reihe war futsch. 1:0 reichte für uns nicht. Aber Atletico gegen Feyenoord wollten wir den Sieg und über 1,5 Tore im Spiel genauso haben. Für eine 1,95. Die hat funktioniert. Ja, war ein aufregendes Spiel. Atletico hat zum Schluss noch mal ein bisschen spannend gemacht. Die brauchen irgendwie gerade auch einen Rückstand. Die Abwehr ist manchmal so ein bisschen wiggelig bei denen. 3:2 war aber der Endstand. Das heißt, wir haben Cashback bekommen und ein Mini-Minus zum Monatsstart gehabt. Ja, aber ich würde sagen, machen wir doch einfach mal weiter und wir starten heute um 18:30 Uhr mit dem Topspiel und zwar Werder Bremen gegen die TSG. Da gehe ich mit einer Einheit auf die Wette X2, also doppelte Chance für die TSG und beide werden treffen. Das gibt aktuell eine 2,15. Ja, die finde ich ganz gut. Da hat sich ein bisschen das Blatt gewendet. Wenn ihr das vergleicht mit den Quoten von gestern, könnt ihr in den Bundesliga-Tipps noch anklicken, hier oben in der Infokarte oder auch hier unten im angepinnten Kommentar. Ja, dann ist auf einmal Bremen Favorit. Kramaric lässt grüßen. Ich denke, jetzt ist das so ungefähr eine Bestätigung dafür, dass er wohl wahrscheinlich nicht dort vor Ort sein wird. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine Spekulation des Marktes. Und ja, wir werden getäuscht, beziehungsweise wir lassen uns ja auch nicht täuschen. Ja, mit Kramaric wäre ich wahrscheinlich sogar auf Auswärtssieg und beide Treffen gegangen. Hat eine schöne Quote. Ja, aber Kramaric ist schon ein wichtiger Spieler, aber der Kader, der ist wirklich zu gut besetzt und deswegen denke ich mal, verlieren werden sie es nicht. Aber ich finde die Werder-Offensive halt auch wirklich stark. Gute Optionen, auch gute Einwechslungsmöglichkeiten. Kovnatski ein ganz anderer Typ als Dux zum Beispiel. Und hier der Ginmay ja auch wirklich richtig gut reingekommen, die letzten Spiele. Naby Keita, mal schauen, wie viel Spielzeit er bekommt. Und so weiter und so fort. Aber dagegen stehen natürlich die Abwehrprobleme. Ich wäre auch auf die Gasttore gegangen, wenn Kramaric dabei gewesen wäre, hätte ich noch irgendwie zusätzlich anders gebastelt. Aber jetzt machen wir es so, weil da fühle ich mich relativ sicher und ich finde die Quote wirklich ganz gut. Also bei einem 1:1 hätten wir schon gewonnen. Und wie gesagt, es kann 2:2 geben. Die Schlussoffensive von Werder ist immer stark. Da brauchen wir dann vielleicht ein bisschen weniger bammeln als in einer anderen Variante. Aber gut, wir loggen es so ein. Ich denke, das wird so passieren. Dann gehen wir morgen Nachmittag in die Partie. Ja, aus La Liga und da ist Atletico Madrid eben schon angesprochen gegen San Sebastian am Start, also Sociedad. Und da sagen wir über 2,5 Tore im Spiel und dass beide treffen, gibt eine sehr gute 2,50. Ich finde aktuell beide Offensivreihen der Teams wirklich richtig gut. Sociedad spielt gerade in den Heimspielen sehr befreit auf, auswärts noch ein bisschen schüchtern. Aber bei Atletico Madrid, da gab es diese ja, Form, also ein 2:1 zum Beispiel für Atletico gab es in letzter Zeit auch dann schon häufiger mal in den Heimspielen. Und ich vermute, das gibt sowas in der Art halt wieder. Ich würde auch jetzt Sociedad als Siegerkandidat nicht so wirklich ausschließen. Die sind wirklich gerade in einer richtig guten Form. Kubo, Oyarzabal, die sind richtig gut am Start, treffsicher, haben sie jetzt auch in Salzburg bewiesen. Das Champions League-Spiel war am Dienstag. Atletico hatte das Heimspiel am Mittwoch. Vorne wahnsinnig effizient und hinten, ja, ein bisschen unruhig, wiggelig. Liegt aber natürlich auch daran, dass ständig wechselnde Abwehrformationen dort auf dem Platz stehen. Mal schauen, wer bis morgen fit wird. Savic noch fraglich, aber auch offensiv Memphis Depay, wie so oft jetzt fraglich erneut und diverse andere. Ja, ich würde wie gesagt Sociedad auch einen Sieg zutrauen, dass beide treffen und Sieg Sociedad gibt es für eine 9,30. Ja, das würde ich aber dann erst mit der Aufstellung entscheiden. Ich gehe es jetzt hier erstmal mit einer halben Einheit auf die Wette.
finde das eigentlich ja, eine ganz gute Wahl und denke, das wird auch so passieren. Quote auf jeden Fall meines Erachtens zu hoch für die aktuellen Darbietungen. Gut, dann schauen wir noch später rein in die Premier League 17:30, ebenfalls am Sonntag. Arsenal gegen City. Denke ich, Man City wird es nicht verlieren, aber beide werden treffen. Saka ist fraglich, sah ja in Lens nicht so gut aus, wie er da vom Platz gegangen ist. Aber ja, Arteta hat wohl eine Menge Hoffnung, kann aber auch ein Pokerspielchen sein. Bei City steht fest, der Rodri wird nicht dabei sein, der ist gesperrt und De Bruyne fällt weiterhin aus. Das ist insofern wichtig, weil er war bei den letzten Siegen gegen Arsenal eigentlich immer der Türöffner, der Junge vom 1:0. Ja, muss diesmal halt jemand anderes übernehmen. Haaland wäre mal wieder dran mit einer Bude. Alvarez in letzter Zeit aber auch gut. Foden, ach, da gibt es so viele. Mal schauen, wie das mit dem defensiven Mittelfeld ja, so klappt. Ich denke mal, Phillips, Kovacic dürften da in die Bresche springen. Vielleicht auch der kleine Luis wieder. Werden wir sehen. Ist auf jeden Fall dann gut für den Gegentreffer. Also das Arsenal zumindest das Tor, unabhängig von Saka, ja oder nein. Oder Martinelli auch noch fraglich findet, aber Ødegaard und so weiter, die werden schon eine Bude finden. 1-1 hätten wir die Wette gewonnen. Ja, oder wie ich denke, City wird das wahrscheinlich sogar gewinnen. Dafür war der Auftritt da bei Leipzig wirklich zu stark, im Gegensatz zu Arsenal, ja, die ja verloren haben in Lens. Gut, ich finde es eine schöne Wette. 2,25, wirklich eine gute Quote. Halbe Einheit drauf gesetzt und ja, zwei Einheiten insgesamt gesetzt. Und schauen wir doch mal, was so passiert. Nicht zu viel riskiert. Zwischen den internationalen Spielen, ja, Champions League, Euro League und der Nationalelf, da gibt es manchmal kuriose Ergebnisse vor der Pause. Die Teams, die unten stehen, noch keine Erfolge hatten, ja, die ballern wirklich nochmal alles rein, gerade mit wenig Abstellung, Nationalspieler. Da kann es hier und da Überraschungen geben, zum Beispiel Montpellier hatte ich auch überlegt gegen Clermont, die auswärts wahrlich nicht gut unterwegs sind, aber das ist so eine Mannschaft, so ein Spiel, wo es dann auch mal schief gehen kann, weil Montpellier jetzt auch auswärts gerade gewonnen hat, aber die müssten eigentlich auch ein Heimspiel mal gewinnen. Also gibt ein paar andere gute weitere Möglichkeiten, Wetten zu finden. Führt über 1,5 Team-Tore, hatte ich überlegt. Dann, ja, verletzungsbedingt rausgefallen diesmal Girona, weil Zigankov verletzt ist. Retegui von Genua ist verletzt, sonst hätte ich auch da in dem Spiel gegen Milan was gemacht. Ja, vieles möglich, vieles entscheide ich sicherlich auch mit den Aufstellungen dann auch für mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall gute Entscheidungen und ein schönes Wochenende. Tschüss!